Hallo, willkommen zurück zu Signalsysteme, erste Vorlesung, zweiter Teil. Wir haben gerade gelernt, wie die Systemabstraktion von Signalen und Systemen funktioniert und welche Arten von Signalen es gibt. Jetzt wollen wir anfangen, Signale zu transformieren. Wir werden sehen, später können wir das brauchen, wenn wir Systeme beschreiben, mit verschiedenen Einheiten. Meinetwegen, wir wollen vom SI-System mit Metern und Sekunden in das imperiale System mit Yards und Unzen umrechnen. Also, wie würde dann eine Differentialgleichung aussehen? Diese Fragen werden wir uns später stellen. Zunächst einmal geht es erstmal nur um die Signale, später wird es auch noch um die Systeme gehen. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon mal ein Oszilloskop gesehen. Kleiner Bildschirm, man sieht eine Kurve drauf, so wie diese blaue Kurve hier. Ich habe eine Zeitachse unten, T geht von 7 Sekunden bis 11 Sekunden und ich habe eine Temperaturachse zwischen 200 und 300 Kelvin. Jetzt könnte ich sagen, naja, ich möchte meine Einheiten nicht auf der Achsenbeschriftung haben. Diese Schreibweise habt ihr bestimmt auch schon oft gesehen. Temperatur geteilt durch Kelvin als Beschriftung. Dann habe ich statt 300 Kelvin nur noch die Beschriftung 300. Also indem ich durch Kelvin teile, werden meine Signale zu reinen Zahlen werden. Und das gleiche kann ich oft auch auf der Zeitachse machen. Ich teile durch Sekunde und bekomme die reinen Zahlenwerte 7 bis 11. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Vielleicht habe ich einfach spät mit dem Messen angefangen. Da war die Zeit schon auf 7 Sekunden. Im Prinzip interessiert mich ja nur der Verlauf ab dem Start meiner eigentlichen Messung. Also ich würde gerne die 0 auf den Start meiner Messung setzen. Wir können das machen. Wir definieren einfach ein T1 als T0 minus 7. Also sozusagen ein Offset, eine Verschiebung. Jetzt statt 7 Sekunden, oder statt 7, wo das Signal beginnt, beginnt unser Signal bei 0. Und statt 11 ist es bei 4 zu Ende. Gleiches kann ich auch mit der Temperatur machen. Das interessiert mich vielleicht nur die Temperaturdifferenz. Und der absolute Wert, meinetwegen, es war ein nicht geeichtes Thermometer, der absolute Wert hat keine Relevanz. Also mich interessiert nur, wir sind ungefähr 100 Kelvin raufgegangen und dann wieder 50 Kelvin nach unten. Also mache ich hier eine Verschiebung um 200, dann geht meine Spanne jetzt von 0 bis 100. Und jetzt machen wir noch einen letzten Schritt. Jetzt wollen wir das Ganze noch normieren, denn meinetwegen die Temperatur von 0 bis 100, das ist vielleicht der Maximalwert, dieses Gerät erreichen kann. Wir wollen quasi wissen, wie groß die Temperatur ist in der Spanne zwischen 0 und 100%, also zwischen 0 und 1. Wir können das erreichen, indem wir einfach T0 minus 200 nehmen und das Ganze noch durch diese Spanne, durch die 100 teilen. Also T0 minus 200 geteilt durch 100. Ich könnte auch natürlich sagen, das ist einfach T1 geteilt durch 100. Jetzt haben wir die vertikale Achse normiert zwischen 0 und 1. Ich kann das auch mit der Zeitachse machen, aus welchem Grund auch immer. Mein Maximalwert war 4, also die Spanne hier war 4, also normiere ich T1 mit dem Wert 4 und bekomme eine normierte Zeitachse zwischen 0 und 1. Okay, das waren jetzt 4 kleine Schritte. Und jetzt bin ich bei einer normierten Darstellung des Systems gelandet.
Am Oszilloskop würde ich das einfach erreichen, indem ich, es gibt dort immer diese Stellknöpfe, diese Drehknöpfe, wo ich ein Signal verschieben und skalieren kann. Im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht. Also die Temperaturkurve, die haben wir nach unten geschoben. Zuerst war sie von 200 bis 300, dann haben wir sie auf die 0 runtergeschoben und dann haben wir skaliert, bis der Maximalwert bei der 1 war. Wenn wir jetzt alles zusammensetzen, so, jetzt wollen wir die ganzen vier Transformationen einfach alle mal zusammensetzen und einen Zusammenhang zwischen T und T2 herstellen. Wir müssen mal aufschreiben, T2 war ja T1 durch 100. Wenn ich jetzt T1 einsetze, T1, also das war die Skalierung. Wenn ich jetzt T1 einsetze, dann war das T1 T0 minus 200, also eine Verschiebung. Also kann ich sagen, das ist T0 minus 200 geteilt durch 100. Das ist die Verschiebung. Und jetzt wissen wir noch, dass T0 die Temperatur ohne Kelvin bedeutet. Also können wir schreiben T durch Kelvin minus 200 geteilt durch 100. Okay, um jetzt noch das geteilt durch Kelvin loszuwerden, können wir Zähler und Nenner mit Kelvin erweitern und wir gelangen zu folgender Formel hier. Also T2 berechnet sich aus T1 minus 200 Kelvin geteilt durch 100 Kelvin. Das ist der Temperaturzusammenhang. Einfach indem wir alle Schritte von der Folie davor ineinander eingesetzt haben. Das einzige Problem für Temperaturberechnungen ist es wunderbar. Das einzige Problem, das wir jetzt haben, ist die Temperatur T2. Die ist natürlich eine Funktion der Zeit klein t2. Ja, meine Temperatur T2, die wird in klein t2 ist gerechnet. Also, wenn ich diese Funktion kennen würde, dann würde ich zum Beispiel wissen, dass t2 von 0,5 einen Wert von meinetwegen 0,9 hat. Das weiß ich. Auf der rechten Seite meiner Formel kommt aber die Funktion t vor. Geben wir t eine neue Farbe. Hier kommt t vor. Die echte Temperatur oder physikalische Temperatur. Und die wird natürlich auch in physikalischen Sekunden gerechnet. Das bedeutet, klein t kann mit so einer Angabe wie 0,5 aus T2 überhaupt nichts anfangen. Haben wir rot umkreist, keine funktionierende Funktion. Ja, wir können Temperaturen berechnen, aber es sind keine Funktionen, weil die Variable klein t2 nicht in unserer Funktionsdefinition vorkommt. Wir können das aber beheben, denn wir haben ja auch die Zeit skaliert und wir können das jetzt wieder nachvollziehen. Die Zeit, schreiben wir es mal rechts hin, die Zeit T2 war ja T1 geteilt durch 4. T1 war, also das ist die Skalierung. Wir haben davor noch eine Verschiebung durchgeführt.
Also T1 ist T0 minus 7. Dann bekomme ich folgende Formel. Und jetzt kann ich noch einfügen, dass T0 die Zeit geteilt durch Sekunden war. Dann lande ich bei T minus 7 Sekunden geteilt durch 4 Sekunden. So ist T2 definiert. Jetzt wäre die Versuchung natürlich, diese Formel hier einzusetzen. Das Problem ist, T2, also das ist ja eine Formel für T2, steht hier auf der linken Seite bei der Definition. Wo wir es aber eigentlich ersetzen wollen, was wir ersetzen wollen, ist ja unser T in der Formel, damit wir eine echte Funktion von T2 bekommen. Das heißt, wir müssen die Skalierung und Verschiebung, ja, das ist die Verschiebung der Zeit, die müssen wir umdrehen und nach T auflösen. Okay, machen wir. Also, wenn T2 gleich T minus 7 Sekunden durch 4 Sekunden ist, dann können wir sagen, T minus 7 Sekunden ist gleich T2 mal 4 Sekunden. Und T ist dann T2 mal 4 Sekunden plus 7 Sekunden. Das ist die Formel, die wir brauchen, die uns T durch T2 ersetzen kann. Also wir müssen nach T auflösen und jetzt können wir diesen Term hier einsetzen und wir bekommen unser Endergebnis. Das ist die komplette Formel. Also wir müssen Acht geben, wenn beide Achsen skaliert und verschoben werden, wenn wir die Gesamtformel zusammensetzen, dass wir einmal, normalerweise ist die X-Achse, die Zeitachse, dass wir die nach der anderen Variable umstellen müssen. Ja, wir können nicht direkt die Definition einsetzen. Jetzt schauen wir mal, ob das so einigermaßen passt. Also wenn ich sage, okay, T von T2, also wir haben gesagt, das soll 0,9 rauskommen, ja, an der Stelle T2 gleich 0,5, dann können wir mal einsetzen, T2 ist 0,5 mal 4 Sekunden, 0,5 mal 4 Sekunden ist 2 Sekunden, plus 7 Sekunden ergibt 9 Sekunden. Okay. Also bei 9 Sekunden schaue ich jetzt hier in meiner linken Tabelle nach und bekomme eine Temperatur von 290 Kelvin vielleicht. Also nehmen wir mal an, das wären 290 Kelvin. Von denen ziehen wir 200 Kelvin ab. Sind wir noch bei 90 Kelvin, geteilt durch 100 Kelvin sind wir bei 0,9. Wunderbar. Genau das hätten wir bekommen sollen. Also unsere Formel ist konsistent. So, ihr seid dran. Ich habe hier zwei Signale dargestellt. Das Signal X in Blau links und das Signal Y rechts. Die Zeitachse habe ich in Ruhe gelassen. Die ist die gleiche. Welche dieser vier Transformationen stellt die beiden in einen Zusammenhang? Genau, ist die Lösung 1. Wie kann man das sehen? Der leichteste Ansatz ist vielleicht, sich erstmal die Spannen anzuschauen. Signal X geht von minus 7 bis 15, hat also eine Spanne von 12.
Signal y geht von minus 1 bis 3, also hat nur eine Spanne von 4. Das heißt, y ist auf jeden Fall irgendetwas mit einem Faktor 3 im Nenner. Ja, y ist 3 mal kleiner. Und jetzt muss ich nur noch suchen, welchen Offset ich hier brauche. Und es zeigt sich relativ schnell. Nehmen wir zum Beispiel mal diesen Wert hier. 5 wäre mein x-Wert. 5 plus wie viel geteilt durch 3 ergibt 3. Dann bekomme ich hier eine 4. Ja, 5 plus 4 ist 9, geteilt durch 3 ist 3. Ja, so passt das Ganze zusammen. Machen wir es eine Stufe schwieriger. Hier zwei kontinuierliche Signale. Welcher? Jetzt habe ich auch die Zeitachse mit verschoben und skaliert. Das macht es also einen Schritt schwieriger. Achtet im Prinzip nur auf die Achsen. Ja, zwischen, ich habe deswegen jetzt extra keine Zwischenwerte eingezeichnet. Also achtet nicht hier auf diese Maximumsposition, sondern geht einfach, ja, achtet auf diese Achsenbeschriftungen. Ja. Die werden euch alles erzählen, was ihr braucht. Genau, Lösung 3 ist die richtige Lösung. Einige von euch waren wahrscheinlich versucht, Lösung 2 hier zu favorisieren. Aus dem Grund, weil ihr wahrscheinlich gesehen habt, okay, wenn ich T0 hier rechts beschreiben will, T0 erhalte ich, indem ich von t 1 abziehe und dann durch 4 teile. Wir haben aber im Beispiel vorhin gesehen, dass ich ja, wenn ich eine Funktion y von t0 habe, dass ich dann in dieser Definition hier drüben das t ersetzen muss. Also diese Formel muss ich umstellen nach t ist gleich 4t0 plus 1. Diesen Zwischenschritt brauche ich und deswegen bei der Ersetzung wandert dieser umgestellte Term jetzt in der Funktion x. Der Faktor 10 kommt übrigens daher, dass mein x hier eine Spanne von 10 hat und mein y eine Spanne von 1. Also müssen wir skalieren. Wenn wir x um den Faktor 10 skalieren, dann gehen wir von minus 0,5 bis plus 0,5 und dann müssen wir natürlich plus 0,5 nochmal verschieben, damit wir von 0 bis 1 landen. Ein letztes Beispiel, nochmal ein bisschen anders dargestellt. Ich habe jetzt eine Funktion von zwei Veränderlichen im Prinzip. A von x und y. A, der Funktionswert ist sozusagen eine Farbe. Also wir haben jetzt keine Funktionen gemalt, sondern A kann zum Beispiel hier die Farbe blau haben für x gleich 0 und y gleich 2. Ja, bekomme ich hier ein Blau. Oder für x gleich 1,5 und y gleich 2,5. Bekomme ich hier ein Orange. Ich kann jetzt eine zweite Funktion b oder ein zweites Bild definieren über diese Definition hier oben. Die Frage ist, welches dieser vier Bilder entspricht der Definition? Genau, es ist Bild 2.
Das lässt sich durch Ausschlussverfahren ganz gut begründen. Wir sehen ja zum Beispiel, die x-Koordinate bleibt unverändert. Das heißt, mein farblicher Ablauf von links nach rechts darf sich nicht verändern, insbesondere mein MATLAB-Schriftzug. Das M muss links sein und das B muss rechts bleiben. Darum kann ich Nummer 1 auf jeden Fall ausschließen. Da ist das M nach rechts gerutscht. Ja, dort haben wir eine Spiegelung. Nummer 3 kann ich auch ausschließen. Ja, horizontale Spiegelung. Es handelt sich also nur um 2 oder 4. Und dann sehe ich in meiner Formel, ich habe hier ein Minus y stehen. Ein negativer Vorfaktor vor meine Variablen bedeutet immer eine Spiegelung um die Horizontale. Das heißt, aus einem Wert, meinetwegen plus 3, y, wird durch die Spiegelung der Wert minus 3. Ich bekomme also eine Spiegelung oben unten und ja, ganz klar, Bild 2 ist horizontal gespiegelt. Zu diesen Transformationen und Spiegelungen findet ihr auch viele Aufgaben im ersten Übungsblatt. Jetzt erstmal eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.